Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven und du siehst jetzt mein Depot-Update aus dem Februar. Als allererstes habe ich hier mal etwas vorbereitet, wo wir sehen können, was habe ich mir eigentlich vorgenommen für das Jahr 2019. Primär definitiv 9.000 Euro zu investieren an der Börse und meine gewünschte Zieldividende bis Jahresende sind 350 Euro, was aber nicht heißt, dass ich irgendwelche Aktien kaufe, nur um diese 350 Euro Dividende zu erreichen, sondern tatsächlich lieber 9.000 Euro so zu investieren und zwar in vernünftige Aktien. Was wir jetzt hier sehen können, ist, was habe ich im Januar investiert und was habe ich dann kumuliert im Februar investiert. Also bisher sind das 1.261 Euro, was in dem Fall 643 Euro sind das genau, die ich investiert habe im Monat Februar. Ja, fehlt einiges, also ein bisschen fehlt mir zu meinem Ziel von 1.500 Euro, wird sich aber im Laufe des Jahres, denke ich, werde ich das dann auch einholen können. Meine kumulierten Dividenden betragen bisher 18,44 Euro, was auch nur 6% anstatt 17% entspricht. Ich habe die 350 Euro auf die 12 Monate aufgeteilt, ist natürlich nicht ganz so, aber der Einfachheit halber habe ich das erstmal so gemacht. Dann steigen wir auch direkt ein in Portfolio Performance. Da fangen wir doch mal ganz oben an. Wie sieht denn mein Depot aktuell aus? Die größte Position ist der MSCI World, danach Unilever, Microsoft, Nestle, Dow Jones Industrial Average, Nike, Allianz, Apple, Johnson & Johnson, Disney, SAP, Jungheinrich, Merck, Fresenius, immer noch der DAX ETF, den ich noch nicht verkauft habe, Activision Blizzard, Roche, die Siemens AG, TAG Immobilien AG, Henkel VZ, eine kleine Position von Continental, EA, 3M und Boeing. Das ist die derzeitige Verteilung. Wie auch das letzte Mal schon erwähnt, meine Bestrebung ist definitiv Johnson & Johnson und Disney in meinem Portfolio stärker werden zu lassen, habe jetzt aber auch vor, in 3M ja, zu investieren, ein bisschen stärker und auch in Boeing. Da werde ich, denke ich, nächsten Monat eine Einmaleinzahlung machen. Noch nicht fix, aber gehe ich jetzt erstmal davon aus. Dann gucken wir uns mal die Performance an. Insgesamt für den Monat Februar eine sehr, sehr ordentliche Performance. Also mein Portfolio ist um 4,89% gestiegen, was einen absoluten Wert von 613,49 Euro und dann haben wir noch die Dividenden von 14,53 Euro. So, dann muss ich gerade mal gucken, dass wir hier wieder rumswitchen. Da sind wir auch schon. Da können wir uns jetzt mal genau angucken, woran hat es eigentlich gelegen. So. Das sehen wir hier ganz stark, natürlich ohne große Bedeutung. In dem Fall war die Boeing, die sehr, sehr stark nach den derzeitigen Rückgängen im Dezember nach unten gefallen ist, jetzt wieder aufgeholt hat. Der Dow Jones Industrial Average ETF sehr stark wieder zurückgekommen. Microsoft ebenfalls, der MSCI World, also könnt ihr auch sehen. Die drei schlechtesten Aktien tatsächlich: Merck, TAG Immobilien und Activision Blizzard. Muss auch ehrlicherweise gestehen, Activision Blizzard derzeit macht mir so ein paar, ja, Bauchschmerzen wäre jetzt zu viel. Aber irgendwie, ne, wenn es nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Und so schaut das aus. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Zukunft entwickelt, gerade jetzt mit dem Mobile-Sektor, in dem sie ja stärker unterwegs sein sollen, also von der Strategie her. Ich finde schon, dass das Sinn macht, aber man hat natürlich auch viele eingefleischte Fans. Ja, gerade mit dem Diablo-Announcement natürlich verärgert, muss man schauen, wie sich das jetzt dann insgesamt entwickelt. Dann werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Dividenden, die sich auch im Februar wieder sehr erfreulich entwickelt haben. Können wir gerade mal reinschauen hier. Ausgezahlt haben Apple und Siemens. Apple sehr erfreulich, letztes Jahr 64 Cent, jetzt bei immerhin schon 2,57 Euro. Ist auch noch nicht die Welt, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Die Siemens AG mit 11,96 Euro anstatt 7,66 Euro, was einen ordentlichen Zuwachs betrifft. Insgesamt freue ich mich aber hier gerade auf den März. Weil da geht es auf jeden Fall, was Dividenden betrifft, vielleicht noch nicht mit den deutschen Werten richtig los, jedenfalls bei mir im Depot nicht. Aber international, da
schüttet zum einen eine Johnson & Johnson aus, eine Unilever, eine 3M, auch klein, ja, Boeing, auch klein, aber immerhin. Dann haben wir noch eine Microsoft, die ausschüttet, und die Roche, die nur einmal im Jahr ausschüttet, das Schweizer Pharmaunternehmen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr und ich hoffe, dass das kontinuierlich hier ansteigen wird. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut demnächst wieder bei mir rein. Bis dahin, euer Sven.